Freistoß Dingstag. Kopfball Sion und schon stand es 1:0 und das Wallis stand Kopf. In der zweiten Minute war die Walliser Fete lanciert. Die Offside-Frage ist noch zu klären. Torschütze Giovanni Sio stand nicht im Abseits. Alles korrekt. Zum Glück hatte Sio heute Morgen keine Glatze rasiert. Mit dem Deckhaar streichelte er den Ball ins Tor. Samax wurde in den Startminuten überrannt, war bloß mit Abwehrarbeit beschäftigt, war überfordert. Eckball Cretenau. Wandschak 2:0, hallo! Noch keine 6 Minuten gespielt und schon 2 Längen vorne, ganz nach dem Gusto des Präsidenten Constantin. Wandschak stieg wuchtig hoch, während die Neuenburger viel zu passiv, viel zu statisch waren. Und das blieb so. Die unglaubliche Geschichte geht weiter. Sion gewinnt den 12. von 12 Cupfinals, während Xamax auch im 5. Anlauf kein Sieg gelang. 12. Mal kommt der Sieger aus dem Wallis. Der Sittener Göpp-Mythos geht also weiter. Die Walliser Erfolgsquote bleibt weiterhin bei 100%. Die unglaubliche Göpp-Geschichte des FC Sio beginnt 1965 in Bern. Die Walliser besiegen Servette 2:1 und starten ihre einmalige Serie. Die 80er Jahre sind die Zeit des Alain Ballet. 1980 gelingt ihm der erste Finaltreffer. 2 Jahre später doppelt er nach. Und spätestens mit seiner Doublette 1986 verdient er sich den Übernamen Mr. Göpp-Final. Die goldenen Göpp-Jahre erlebt Sion zwischen 1995 und 1997. Gleich 3-mal in Serie holen sich die Walliser den Titel. Ja, das ist sensationell, das kann ich mir nicht beschreiben. Das ist einfach sensationell. Der letzte dieser 3 Titel ist zudem historisch. Zum ersten Mal in der Geschichte des Schweizer Cups fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen. Der Sieger heißt natürlich wieder Sion. Historisch ist auch der 10. Cup-Sieg 2006. Challenge-Ligist Sion besiegt den Superligisten IB. Die Entscheidung fällt erneut erst im Elfmeterschießen. Und zum allerersten Mal gewinnt ein unterklassiger Verein den Cup-Final. Und nun geht die unglaubliche Cup-Serie des FC Sion also weiter. Das Dutzend ist voll.